So, herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Wie man sieht, bin ich an einer anderen Stelle teleportiert oder gespawnt worden. Und zwar nicht hier, wo ich jetzt bin, sondern ich wurde gespawnt, kann ich euch ganz genau sagen, da hinten. Das war noch, bevor wir die schlechte Nachricht überbringen konnten, dass Alex gestorben ist. So weit nach hinten wurde ich gespawnt. Da war ich ein bisschen stinkig, denn ich musste den ganzen Weg hier nochmal hoch. Musste. Ja gut, die Szene da hinten konnte ich überspringen, ne, wo wir die schlechte Nachricht überbracht haben. Und wo uns die Reyes gesagt hat, dass sie ohne uns losfährt, wenn ich zu lange brauche. Jedenfalls, ich musste hier nochmal hoch, die ganzen Items suchen. Ja, guck mal, da habe ich sogar ein Item vergessen. Ja, toll, super. Ja, da werde ich jetzt aber nicht nochmal zurückgehen, oder? Kann ich auch gar nicht, kann ich auch gar nicht. Weil die Gondel da abgebrochen ist. Nee, ich glaube nicht. Da ist jetzt nur noch eine. Ich denke mal nicht, dass ich mit der rüberkomme. Ja, ich gehe mal davon aus, dass eins von diesen Geocaches oder wie die Dinger heißen. Ja, habe ich anscheinend vergessen. Beim letzten Mal haben wir die sicherlich aufgehoben in der letzten Folge. Nur weil ich jetzt da hinten gespawnt wurde, habe ich es jetzt vergessen und jetzt haben wir es nicht. Toll. Ja, okay. Ist jetzt nicht so tragisch, so ein Geocache, aber solange es keine Reliquie ist. Oder zum Beispiel die Notiz, die ich jetzt nochmal neu einsammeln musste von dem Dr. Whitman. Die habe ich jetzt wieder eingesammelt. Ist halt blöd, ne? Ich muss jetzt auch hier wieder die Gegner besiegen. Bin sogar gerade einmal gestorben. Und ja, finde ich total gemein, blöd und war auch ein bisschen stinkig, aber naja, wurde ich halt mal bis erstmal wieder zum anderen Ende der Insel gespawnt. Ist halt blöd, weißt du, man muss dann aufhören, ne? Man will halt aufhören, muss aufhören, etc., was auch immer da los ist. Da bin ich ja sicher nicht der Einzige, der das Problem dann hat. Dass er irgendwann halt mal aufhören muss. Und ja, du kannst halt nicht dann immer so lange noch warten, bis dann Checkpoint, bis dann Lagerplatz kommt. Und ja, hörst du dann auf und wirst dann am Ende der Insel gespawnt. So. Ist jetzt egal, ich war gerade ein bisschen stinkig, aber naja, ich bin ja jetzt gleich wieder da, wo wir letztens aufgehört haben. Das Schlimmste ist jetzt vorbei. Und dann wollen wir ab in die Forschungsbasis. Okay, genau, hier kam das mit der Treppe, Leiter. Ach nee, das Ding müssen wir auch wieder aufziehen. Und rein da. Ja, hier haben wir aufgehört gehabt. Also das waren sicher. Also in der letzten Folge waren das sicher, ja, denke ich mal, eine halbe Stunde. Von dort hinten bis hierhin. Denke ich mir mal. Wir haben uns ja gut umgeguckt, haben uns hier die Szene betrachtet, haben noch ein bisschen mit den Personen gesprochen. Ja, super. Und da werde ich einfach mal wieder bis dort hinten gespawnt. Ja, finde ich nicht gut. Also, dass man nicht einfach speichern kann, wann man will. Oder besser gesagt, dass die Speicherpunkte ein bisschen näher aneinander liegen. Dass es das nicht, dass das nicht vorhanden ist. Finde ich echt gemein. Und wenn da unten jetzt ein Lagerfeuer ist, ne? Entdecken Sie das alte Grab. Wir haben hier aufgehört. Hier haben wir aufgehört. Und wenn da unten jetzt ein Lagerfeuer ist, ne? Dann weiß ich Bescheid. Okay, ich sehe jetzt gerade gar nichts. Nee, sieht nicht so aus. Okay, ja, dann kann ich ja ruhig weiter stinkig sein. Da käme nämlich sogar kein Lagerplatz. Na gut. Weiß ich Bescheid. Oh, was haben wir denn da? Ach, so ein Teil, ja. Und genau so eins haben wir jetzt da unten noch liegen. Ja. Solange es keine Notiz ist oder eine Reliquie, ist das ja noch okay. Wir sind auf unentdecktes Terrain. Daher weiß ich nicht, was jetzt auf uns wartet. Das kommt mir ganz komisch hier vor. Ganz komisches Bauchgefühl. Ah, da komme ich gar nicht durch. Oh oh. Oh oh. Und hier passiert nichts. Sind in der Forschungsbasis, glaube ich, drin, ne? Wer weiß, was hier auf uns lauert. Scheiße. Es war
Leichen. Leiser jetzt! Die Oni sind hier. Und sollen sie uns etwa finden? Sei ruhig und halte nach dem Mädchen Ausschau. Welches Mädchen? Und die Oni sind hier. Ich glaube, das hatten wir auch letztens noch gehört gehabt. Dass hier in der Nähe Onis sich... da ist ein Lagerpunkt. Ja, ist trotzdem ein Stück weit weg, ne? Das konnte ich ja nicht wissen. Das kann man ja nicht wissen, dass da ein Lagerpunkt kommt, oder? Ich weiß es nicht. Nee, wird auch nicht auf der Karte verzeichnet. Nee, konnte ich nicht wissen. Okay. Hallo? Ist da jemand? Nein. Oh, eine Notiz. Warte mal, dann gehe ich mal ganz kurz hier hin. Was? Unsicheres Lager. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kam die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Soldat, erwachen. Derselbe Soldat. Und wieder erwähnt er die Oni. Sind das vielleicht die Dinger, die ich im Kloster gesehen habe? Ja, das sind die. Ich glaube schon. Ich glaube, die sind gemeint, ja. Ja, ja, doch. Doch, doch, doch. Sie rüstet mir den Bogen aus. Ja, wo sind denn die Gegner? Ja, such sie. Lehrer, such sie. Was? Wow. Auf einmal steht der da vor mir. Das habe ich jetzt gar nicht so richtig realisiert. Wow, und auf einmal steht da noch einer vor mir. Die stehen alle vor mir. So. Was bist du denn? Uah. Du siehst ein bisschen verwesen aus. Jetzt dürfen wir es benutzen. Wenn die Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Sportbogen. Ja, ist ja gut. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Roth. Ja, ich auch. Wie wir alle. Genau, danke. Ja, okay, bist du fertig? Okay, danke. Sportbogen, Waffe modifizieren, Kuponbogen zum Sportbogen. Alle bisherigen Upgrades bleiben aktiv. Sportbogen gemeistert. Bergungsgut, wo ist der Bogen? Da. Was können wir machen? Napalmpfeile, nee, brauche ich nicht. Oha, die Pfeile sind mit Granatenspitzen versehen, die beim Einschlag explodieren. Kann man mal machen. Was ist das? Stabilisiert Gewicht, verbessert die Präzision und erhöht damit den Schaden. Durchdringende Pfeile, aufgeladene Schüsse durchschlagen, Panzerrunden können so mehrere Ziele treffen. Wow. Habe ich aber nicht genug, aber dann mache ich den hier vorher. Präzision erhöht und den Schaden. Die beiden sind jetzt erhöht worden. 8 von 10 Tagebücher. Haben wir ja bald alle. Ja. Ist ein bisschen unübersichtlich hier. Ich will nicht gleich irgendwo rein. Wow. Was war das für ein Geräusch? Warum? Hoffentlich kommt hier nicht... Oha. Ach so. Ach krass. Wie viele hier einfach mal... Oh nee, das ist voll die Schmodder, ey. Wo drin wir hier gerade laufen. Boah. Das ist sicher das verwesene Fleisch, was hier... Boah. Oh, geh mal raus, Lara, da. Mensch. Oh, ob uns dahinter wohl Oni erwarten? Ich frag mich ja wirklich, ob wir mal gegen so ein Oni kämpfen. Also, ich würde es gerne mal machen. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen gruselig. Vor allem, weil diese Oni ja irgendwelche komischen Kreaturen sind, die aussehen... Warte mal, Forschungsbasis? Vielleicht wurde mit denen experimentiert? Was ist das hier? Oh, ist das da unten am Flackern, am Blenden? Aha. Oh nein.
Boah, ey, wir haben so viel Glück. Wow. Ja, ich denke mal, diese Onis sind irgendwelche Forschungsprojekte. Ich muss irgendwie da durchkommen. Vielleicht mal anklopfen? Vielleicht macht jemand auf. Na gut, dann springe ich einfach darüber. Warte mal, hier kann ich doch drauf laufen, ne? Oh. Das sah ja gerade richtig nice aus. Wenn man hier drauf geht, geht das ein bisschen runter und wackelt. Das ist gut, aber kann ich springen? Oh, oh, das ist ja mega nice. Das finde ich echt nice. Aber das macht noch nicht, das macht immer noch nicht meine Stinkigkeit weg wegen dem Speicherpunkt. Da werde ich die ganze Folge heute rumstinkern. Aber okay, vielleicht ist das schon mal ein Anfang. Vielleicht können wir auch da hochklettern. Ich könnte auch den Überlebensinstinkt nutzen, aber... Guck mal hier, da haben wir doch was. Nö, haben wir nicht. War ein bisschen zu voreilig. Kannst du hier hoch? Nee, kannst du hier hoch? Nein? Ich weiß auch nicht. Ah, da kannst du hoch. Ah, ach so. Wir sollen das aufstemmen. Ach so, ja. Dann machen wir es uns einfach. Ja. Mit mehr Wucht. Dann springen wir hier drauf und jetzt spring! Ach Mist, vielleicht gehen wir vorher nochmal an der Pommesbude vorbei, damit du ein bisschen mehr wiegst. Und dann kriegen wir das Ding runter. Wäre das eine Idee? Ne, das wäre glaube ich schön für dich, ne? Aber ich mache dir mal keine Hoffnung, dass du heute was Leckeres zu beißen bekommst. Ich glaube nämlich eher nicht. Ich glaube, der hat auch schon lange nichts mehr gegessen. Doch! Der hat noch letztens Fisch gegessen. Das haben wir doch gesehen. Ah, jetzt können wir die andere Seite öffnen. Also, jetzt können wir die Tür von der anderen Seite öffnen. Ja. Hallo. Boah, der hat sich aber hier voll betrunken. Das kommt davon, Leute. Ne? Nicht zu viel trinken. Also nicht so viel Alkohol trinken. Ansonsten haut's euch rein, ey. Also Wasser, etc. Mir egal. Hier, was haben wir? Hm? Ah. Aha. Da sind überall irgendwelche... Ja, okay, das sieht noch ein bisschen übertrieben aus. Das sieht aus, als wäre da irgendwas eingestürzt und tot. Aber das hier? Sieht ein bisschen anders aus. Da steht 3. Wow, war das knapp. Okay, nein. Hui. Nochmal zurück. Machen wir eben. Pow. Okay, wo kommst du auf? Da? Ja gut, dann gehe ich nochmal runter eben. So. Ah, ja. So, 4. Ah, was ist das hier? Gut, vielleicht ist das... Ich weiß nicht warum, aber... Naja, sehen wir vielleicht jetzt. Nee, ich weiß nicht, warum wir das aufspringen konnten. Ah, ich kann es mir aber denken. Ah, ja, okay, ich weiß warum. Ja, was ist denn mit dir los? So. Ja, die Liberty hat auch zu viel getrunken. Die ist auch ein bisschen blau. Die Ärmste. Hä? Ich wollte eigentlich durch das Loch. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher runterspringen sollen. Naja, da muss ich runterlaufen. Ich weiß auch gar nicht, wofür das Loch war. Hätte uns das nach unten gebracht, wir wären doch nur hier runtergefallen. Da oben ist das Loch. Ah, warte mal. Ja, das bringt ja auch nichts. Ja, also ich habe keine Ahnung, warum wir da ein Loch reinhämmern konnten. Ah, aber hier oben sehe ich gerade mal das Bergungsgut. Hier ist auch wieder so ein Loch. Hm. Ach, komisch. 2. Dann müssen wir gleich da sein. Ja. Ah, ne, wir sind da, oder? Ja. Dann hauen wir das Teil runter. Ach so. Ach, ich dachte, der fällt jetzt runter.
Jetzt verstehe. Ah, okay, okay. Ja, jetzt verstehe ich's. Aber ich dachte, der fällt so und so runter. Weil ein schon von den Rädern schon kaputt ist. Bin ich jetzt davon ausgegangen? Ja, okay, alles klar, ich verstehe. Komm mal bitte hierher. Dann gehe ich schon mal. Ach nee, hier kann ich gleich stehen bleiben. Ah, noch ein bisschen höher. Ach Mann. Ach, ich dachte, der geht noch ein bisschen höher, aber das wäre auch ein bisschen blöd. Welche könnten wir denn jetzt lockern? Nee. Nee. Okay. Vielleicht, wenn ich noch mal ein bisschen weiter runter gehe. Ach, da oben. Ach so. Ich muss die anderen Teile lockern. Okay, das nächste Ding ist... ab. Müssen echt alle ab? Ja, okay. Ja, dann ist vielleicht noch weniger am Bremsen. Damit das noch ein bisschen stärker runterhaut. Okay, nächste Etappe. Dann kommen wir wieder hoch. Wo könnten wir jetzt hin? Ah ja, okay, da. Oder? Da, ah ja. Und da ist auch Bergungsgut. Uiuiui. Oder müssen wir aber... ah, wie kommen wir da hin? Oh. Ah ja, ich sehe es. Ah ja. Ja, okay, ich sehe schon. Ich überlege gerade nur, wie komme ich da am besten hin? Aha. Die Leiter habe ich auch noch nicht entdeckt. Wozu ist die gut? Ah, ach so. Okay. Okay. Einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Okay. Hm. Oh, hallo. Ja, aber ich dachte, ich muss jetzt irgendwie da hoch. Oh, kann ich mich hochziehen? Nee, dafür muss ich das Teil ja irgendwo befestigen. Aber normalerweise könnte man sich doch auch dann hochziehen. Na ja, egal. Wie komme ich nochmal höher? Hier. So, spring. Vielen Dank. Oh, ein Teil ist noch dran, aber ich komme nicht mehr höher. Gab es nicht auch 5? Ne, 4 ist letzte. Da oben haben wir was. Ja, was? Wie jetzt? Ernst jetzt? Was soll das denn? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Komm schon. Hä? Ist das mit Absicht? Ja, so kann man es auch machen. Einfach mit... oh, da war sogar ein Teil von der Schrottflinte drin. Wow. Hätte ich das jetzt nicht bekommen, wäre das schon blöd gewesen. Aber haben wir ja mit Gewalt runtergehauen. Wie komme ich jetzt an dem letzten Rad? Okay, ich habe eine Idee. Ob wir damit am letzten Rad kommen, weiß ich nicht. Ich glaube, ja doch. Doch, ich glaube schon. Wie langsam sich das Teil einfach mal runter bewegt. Obwohl 3 von diesen Rädchen ab sind. Sehr komisch. Naja, ich bin kein Ingenieur, daher kenne ich mich damit sowieso nicht aus. Aber, bitte einmal wieder hoch. Den Sprung schaffe ich. Okay. War doch eine Leichtigkeit. So. Boah, ist der Aufzug laut. Okay. Und, ja. Da können wir auch das letzte Rad kaputt machen. Und dann müsste das Teil eigentlich sofort runterfliegen, oder nicht? Ich glaube, das hat funktioniert. Ja, ich auch. Alles nur, damit wir da vorbeikommen. Oh Mann. Immer so kompliziert.
Aber das wäre ja auch sonst langweilig. Wenn das schon alles freigeräumt wäre und man könnte da einfach durchlaufen. Nein. Hier ist niemand. Oh, was war da? Wie drücken sie mehrmals? Okay. Oh. Oh, ich glaube, das hat man bemerkt. Da ist einer bei, der hat ein bisschen Schiss, hat der. Wow. Okay, ich schieße ihn ab. Und er bemerkt einfach nichts. Oh, ich dachte gerade, hinter mir schleicht sich jemand an. Hier ist doch niemand. Wieso schießen die? Hier ist doch gar nichts passiert. Haben die uns jetzt ernsthaft entdeckt? Nee, nee, haben sie nicht. Doch, haben sie. Nee. Hier ist niemand. Das war der Wind. Hier ist doch nichts. So. Macht mal keine Panik. Dam, dam, dam. Drei Totenköpfe. Zwei liegen hier schon mal. Und wer ist der dritte? Ich glaube, hier ist sogar noch einer, oder? Nee. Das war er hier. Nur er hat wie wild durch die Gegend geschossen, obwohl ich noch niemals in seiner Reichweite war. Nee, da gehe ich erstmal nach rechts. Ah, sieht schon besser aus. Da haben wir nämlich Erfahrungspunkte. 10 Stück. Wow. Okay, das war alles. Mal wieder den Überlebensinstinkt benutzen. Da haben wir sogar einen neuen Ort entdeckt dadurch. Okay. Was cool wäre, wenn man mit Q irgendwie ein Lagerplatz angezeigt wird. Ich glaube, mit Tab sehen wir Lagerplatz, aber hier wäre jetzt zum Beispiel auch eine Stelle. Was wäre, wenn ich jetzt hier aus irgendeinem Grund jetzt aufhören müsste? Und ich würde nicht speichern. Dann wäre ich ja jetzt wieder da hinten. Das wäre ja total blöd. Aber da gibt es eine Menge Spiele, bei denen das so ist. Und da kann man dann halt einfach nichts machen. Das ist halt so. Da kann man sich ein bisschen aufregen, aber dann sollte man auch schon wieder sich beruhigen können. Nachdem man den ganzen Weg wieder erneut gelaufen ist. Ich renn mal. Oder nee. Oha. Okay, hier ist es. Was ist das da oben? Mal gucken wir mal mit Überlebensinstinkt. Ich möchte natürlich auch die Items aufsammeln. Alle, hopp. Was könnte man... Ich bin gerade so am Überlegen, was könnte man... Ja, alternativ noch einrichten. Damit man halt speichern kann. Naja, so ein Schnellspeicher finde ich persönlich nicht immer gut. Erst recht nicht, wie hier zu Tomb Raider würde, das finde ich überhaupt nicht passen. So ein Schnellspeicher fände ich jetzt nicht gut. Was könnte man noch machen? Nähere Checkpoints, nähere Speicherpunkte, dass man immer wieder Speicherpunkte bekommt. Ich bin mir nicht sicher. Was könnte man da als alternative Option haben? Das könnt ihr ja gerne mal sagen. Ich komme da doch irgendwie hoch. Vielleicht gehört das zu der Mission, die wir gleich vielleicht aufgetragen bekommen. Oder? Nee, hier könnten wir hoch vielleicht. Nee, auch nicht. Ich kann mich da nicht dran krallen. Na gut, dann gehen wir jetzt nach oben. Oh oh. Oh oh. Was ist das?